Chris, Sebastian und Phil, schön, dass ihr hier seid. Bullshit TV. Ihr habt einen YouTube-Channel. Was erwartet uns auf diesem YouTube-Channel? Hauptsächlich Comedy, Street-Comedy, Pranks, Parodien, Sketche, Tinder-Fails, Base-Chat-Veräppelungen. Ja, alles ist alles eine bunte Mischung, kunterbunt. Genau. ihr habt in dem, was ihr tut, da verfolgen euch ganz schön viele Menschen. 1,6 Millionen Follower habt ihr. Ja, jetzt sind wir hier natürlich auf der StartupCon. Viele Gründer sind unterwegs. Die wollen natürlich wissen, wie habt ihr das geschafft, so viele User-Follower zu bekommen? Ja, also sehr viel harte Arbeit und auch viel Geduld. Also wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Also 2013 haben wir uns hingesetzt und gesagt, wir machen das jetzt wirklich aktiv und jede Woche Content. Und einfach immer wieder dran geblieben, nicht aufgegeben. Natürlich muss man auch dann wahrscheinlich mal ab und zu ein cooles Video dabei haben, was dann auch viel geteilt wird. Und einfach dran geblieben, nicht aufgegeben. Also es ist ein langwieriger Prozess, man schafft das nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das gleiche gilt auch für Startups. Man braucht einfach, man muss erstmal immer dran glauben, man muss viel Arbeit reinstecken und auch viel Geduld haben. Das sind, glaube ich, die Grundregeln für jeden, für einen Erfolg generell. Ja. Seid ihr also Fulltime-Bullshit-TVler quasi? Ihr lebt alle drei davon? Richtig? Ja, okay. Richtig. Ihr habt jetzt aber noch ein zweites Standbein, Speakstar, eure neue App. Was hat es damit auf sich? Ja, Speakstar heißt wie gesagt unsere neue App. Das ist eine Social-Media-Plattform basierend auf Sprachnachrichten. Auf die Idee sind wir einfach gekommen, weil wir seit Jahren, seit es diese Funktion gibt, eigentlich selbst nur noch per Sprachnachricht kommunizieren. Untereinander sowohl als auch mit unserer Community. Wenn wir die treffen, dann werden wir auch nur noch gebeten, hier kannst du bitte eine Sprachnachricht an meine Schwester schicken, die kann heute nicht hier sein. Oder in meine Klassengruppe oder so als Beweis, dass wir euch getroffen haben. Also wir haben einfach gemerkt, die Leute wollen das anscheinend, unsere Community will das und haben uns deswegen gedacht, dann machen wir es halt selbst. Ne? Wenn es das noch nicht gibt, wenn es kein anderer macht, machen wir es selbst. Und so ist Speakstar entstanden. Okay. Wie funktioniert das genau, nur dass es nochmal jeder versteht? Also ihr verschickt über die App Sprachnachrichten quasi. Genau, es ist schon ein soziales Netzwerk. Man kann es ein bisschen vom Aufbau wie Twitter vergleichen. Also es ist schon öffentlich, das ist kein Messenger, sondern man postet wirklich öffentlich Content. Ich kann jetzt zum Beispiel posten, hey, ich bin hier auf der StartupCon. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und dann kann unter dem Post halt eine Interaktion entstehen. Also man kann Gespräche führen, es können Interviews geführt werden, man kann Musiksnippets hochladen. Also alles, was Audio bietet, kann dort gepostet werden. Öffentlich zugänglich und ja, schon ein Social Network, ein Kurznachrichtendienst, alles per Sprache. Und es gibt auch ein privates Messaging-System. Also man kann nicht nur öffentliche Beiträge posten, sondern auch private Messages senden. Jetzt habt ihr gerade gesagt, auf eurem YouTube-Channel macht ihr auch Pranks. Was war denn so der heftigste Prank, den ihr mal gemacht habt? Der heftigste Prank, den habe ich gemacht. Ja, am Seabass. Also finde ich, das war der krasseste Prank. Ich habe seinen Wagen geklaut. Und es sah aussehen lassen, als wäre der wirklich geklaut worden aus der Garage, ja. Das war für mich der coolste Prank. Was war denn für dich der coolste Prank? Ja, also ich muss sagen, das war echt hart. Also er hatte wirklich auch Polizisten engagiert und so. Es war wirklich extrem authentisch. Ich finde aber unser Favorit, den haben wir beide durchgezogen. Wir haben Phils Zimmer, wir haben ja 3 Jahre zusammen in Köln gewohnt gemeinsam. Wir haben Phils Zimmer, als er einen Tag lang, ich glaube in Berlin warst du da, ne? Haben wir das Zimmer komplett leergeräumt. Also wirklich mit einer Spedition auch das Bett abbauen lassen. Und das er hat ein Wasserbett, das komplette Zimmer, das hat auch, glaube ich, 6 Stunden gedauert, leer gemacht. Er kam nach Hause und er war in einem komplett leeren Zimmer, ohne Bett, ohne Computer, ohne Fernseher, ohne Schreibtisch. Das Schöne war auch, ich war halt wirklich erschöpft nach diesem langen Tag in Berlin und war froh, dann endlich zu Hause zu sein nach 4 Stunden Zugfahrt. Und da habe ich mich besonders gefreut, als ich dann in mein Zimmer gekommen bin, schlafen wollte. Das hat dann erstmal noch 3 Stunden gedauert, bis das Bett wieder aufgebaut war und so. War super, ja, ist auch mein Lieblingsprank gewesen auf jeden Fall. Okay, naja, dann hoffen wir alle, dass solche coolen Videos weiterhin auf eurem YouTube-Channel kommen und ich danke euch vielmals fürs Interview und ja, ich entlasse euch in euren nächsten Termin. Vielen Dank.